grösste Ziel ist jetzt eigentlich mal einfach den ATP-Punkt zu erreichen. Weil das ist halt einfach ein Sieg im Hauptfeld. Und ich bin einmal bin ich sehr nah dran und darum möchte ich das jetzt eigentlich, das ist wirklich das, was am nächsten ist. Aber dann auch mal, halt ein bisschen, mal im Davis Cup mal zu spielen, ist auch sicher mal mein Ziel. Leon, du wirst vom Sportamt Basel-Land mit einem Förderpreis ausgezeichnet. Hat das vielleicht auch ein bisschen auf die Motivation einen Einfluss? Hey, ja klar, ich merke, dass Leute schauen, was ich mache, schauen, was ich für Leistungen bringe. Das gibt mir sicher viel Motivation, auch noch bessere Leistungen zu bringen, noch effizienter zu trainieren und ja, mich immer mehr zu verbessern. Ja. Es ist natürlich eine riesengroße Ehre. Ich habe eigentlich im Vorfeld auch gar nicht damit gerechnet. Es war eine rechte Überraschung und ich glaube, es bestätigt mich in meiner Arbeit, die ich bisher geleistet habe. Und es ist natürlich eine grosse Motivation, auch für die Zukunft so weiterzumachen. Nächste Saison ja, ist sicher ein grosses Ziel die Junioren-WM in Amerika. Und dort einfach an meinen Resultaten anknüpfen, die ich letztes Jahr machen konnte. Also ja, an meinen Leistungen anknüpfen, die ich letztes Jahr machen konnte. Und ja, im Dezember ist hier noch die Universiade in der Lenzerheide. Und da bin ich schon selektioniert von Swissski. Und ja, das Ziel ist hier sicher eben zeigen, was ich kann und meine besten Leistungen zeigen.